Ja Leute, willkommen hier zu einem Quiz und zwar über die Formel 1 natürlich. Wir werden ein bisschen gucken, was wir noch alles so wissen. Hier bei Formel1.de gibt es ein ziemlich cooles Quiz, was wirklich alles umfasst. Jede Regel, aber auch so gut wie jedes Jahrzehnt und auch jeden Fahrer. Deswegen abonnieren unseren Channel ganz kostenlos, lasst gerne einen Daumen da und wir werden auf jeden Fall jetzt mal gucken, was ich da oben so drin habe und schreibt gerne rein, falls ich Sachen nicht wusste, ob ihr die vielleicht kennt. Los geht's mit dem F1-Quiz. Fangen wir mal an. Wie breit darf der Frontflügel eines Formel 1 Autos ab 2017 maximal sein? Das wissen wir, sind extrem Riesentische. 1,40 wäre mir persönlich zu klein. Ich rechne mit 1,80 oder 65. Ich tendiere zu 1,80. Ja, da waren wir mal ganz richtig. Weiter geht's. Wer hatte beim Australien Grand Prix 2016 einen schweren Unfall? Vettel, Grosjean, Alonso, Rosberg. Schwierig. Ich glaube, aber es war natürlich Fernando Alonso. Mit diesen, ihr kennt es alle, mit Esteban Gutierrez. Was bedeutet die Abkürzung ECU? Electronic wird es mal auf jeden Fall sein. Carbon, es wird die Control Unit sein. Ja, genau. Wusstet ihr bis jetzt alles? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie heißt der erste Formel 1 Weltmeister? Da hatte ich sogar schon mal ein Video auf TikTok. Schaut da gerne vorbei. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei und abonniert, wie gesagt, auch dort gerne. Oder macht gerne einen Follow dort. Und ich glaube, es war wirklich Giuseppe Farina. Der war ja auch damals mit diesen 3F, Fangio Farina und Fiangiolini, oder wie der geheißen hat, sorry, der Italiener, der ist ja leider verfrüht gestorben, war aber auch damals ein heißer Kandidat auf die Weltmeisterschaft. Sondler, wer fuhr die meisten Rennen, ohne jemals auf dem Podium gewesen zu sein? Und da müssen wir natürlich Nico Hülkenberg nehmen. Er ist wirklich der erfolgloseste Fahrer aller Zeiten. Und das ist leider, oder sagen wir mal, ja, erfolglos jetzt nicht, aber er war halt nie auf dem Podium und ist extrem lang gefahren halt. Was hat ein Formel 1 Auto an Bord? Schminkspiegel? Natürlich nicht. Heckleuchte, Fußmatte oder Parkscheibe? Natürlich muss es die Heckleuchte sein, die ja den anderen, ja, zeigt, keine Ahnung, whatever. Gerade ist der Motor oder der Elektromotor hat gerade, ja, hat das Maximum erreicht. Auf welcher deutschen Rennstrecke gibt es das Michael Schumacher S? Nürburgring, Sachsenring, Hockenheimring, der Eurospeed Lausitz, kenne ich nicht mal, sorry. Ich denke mal... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wo ist denn ein S? Es wird vermutlich der Nürburgring sein, da gibt es ja dieses S, oder ja. Genau. Wie viele WM-Punkte erhält man in der Formel 1 für den 5. Platz? Und das ist eigentlich immer eine Faustregel. Wie viel es, ich rechne es mir immer so, also es ist eine dumme Rechenweise, aber die Top 3 weiß man ja, 25, 18 und 15 Punkte. Und dahinter, der 4. Platz zum Beispiel, hätte 6 auf den 10. Platz und das mal 2 ist bei mir so. So, der 5. Platz hat 5 auf die 10 und mal 2 sind bei mir 10 Punkte. Ja, das ist eine dumme Rechenweise. Ich weiß nicht, ob ihr die nachvollziehen könnt. Wisst ihr, was ich meine? Immer auf 10. Also ab dem 4. Der 4. braucht zum Beispiel 6 auf 10 und das mal 2. Oder so. Ich weiß nicht. Es ist sehr umständlich. Ich weiß nicht, ob ihr... Sorry. Welcher Streckenabschnitt ist nicht Teil des Circuit Gilles Villeneuve? Le Compès ist doch, glaube ich, in... ist die nicht in Belgien? Porte de Corneurs wird schon sein. World of Champions 100%. Aber ich glaube, Les Compès ist in Belgien. Ja, ja, die ist auf in Spa. Das Duell, welcher Fahrer ging beim großen Preis von Frankreich 1979 in die Geschichte ein? James Hunt, Niki Lauda, wäre 79, glaube ich, denkbar. Aber die hatten, glaube ich, 76 ihre Prime. Jean-Pierre Caboulin versus Jean-Pierre. Oh, das wäre ziemlich cool, zwei Franzosen. Aber ich denke mal, Nelson Piquet ist ja nicht 80er. René, ich glaube, das habe ich gelesen. Ja, ja, die hatten nämlich einen Pakt, dass einer den anderen nicht überholen darf oder so. Und der hat es dann doch gemacht und das war echt assi von René. Aber natürlich, ja, was soll man sagen? Stahlorder war damals wie heute assi. Und ja, so hat sich sein Teammate einfach gerecht und hat gesagt,
Ich wusste nicht, dass man da Stahlorder macht. Wir probieren das mal. Habt ihr Bock drauf, dass wir alle Formel 1 Fahrer erraten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wir gehen weiter. Welcher Fahrer absolvierte mit 187 Rennen die meisten in Folge? Und wer war Ricardo Patrese? Der ist halt, ja, Schumacher-Jahre gefahren oder auch noch früher. Michael Schumacher, glaube ich, könnte da gute Chancen haben. Es hat ca. 20 Rennen gegeben. Er ist von 90 bis 2005 durchgehend gefahren. Das bedeutet, er ist 20 Jahre. Okay. Ja, blamier dich bitte nicht. 20 mal 20 sind 400, das wäre für mich ein bisschen zu viel, aber es, glaube ich, wäre denkbar Michael Schumacher. Oder warte mal, welcher Fahrer absolvierte mit 187 Rennen die meisten in Folge? Ich denke Schumacher. Okay, die Antwort werden wir leider nie sehen. Wisst ihr das? Es tut mir leid. Es ist ein bisschen, okay. Wie viele Punkte trennten die Torrivalen James Hunt und Niki Lauda am Ende der Season? Oh, schwierig. Es müssen mehr als einer gewesen sein. Weil ja, Niki Lauda, ich glaube, mit. Komm, machen wir für Ehre. Einer. Es war einer. Oh mein Gott, was für eine knappe WM-Entscheidung. Das ist ein bisschen wie Verstappen gegen Hamilton. Bei einem Formel 1-Rennen fahren die Fahrer auf dem Circuit Gilles Villeneuve. Den großen Preis von Kanada natürlich. Natürlich. Wer war 2012 Präsident der FIA? Und da kommt nur eine in Frage. Charlie Whiting, glaube ich, war doch immer nur dieser Stewart. Max Mosley. Ich glaube, es muss Chatot schon gewesen sein, ja? Der ist ja letztes Jahr dann zurückgetreten. Nach seinem WM-Titel 1977 wartete Niki Lauda wie lange auf seinen nächsten Titel? 84, glaube ich, oder? Dann muss es 7 gewesen sein. 5, 7. Ja, genau. Ich weiß natürlich, Österreich. Wir machen, würde ich sagen, ein paar Fragenchen. Wie viel haben wir? Wir haben 8 Minuten gerade mal, also bitte, da geht noch ein bisschen was. Wie viele von 22 Fahrern scheiderten am Ende des ersten Qualifying-Teils aus? Ach so, das ist nicht wie viele, sondern wie viel halt einfach nur. Von 22, ich glaube, die Top 16 kamen damals weiter oder die Top 15 kommen weiter. Das heißt, es müssen 7 sein. Nein, 7 gibt es nicht. 6 dann. Welcher Fahrer absolvierte. Ah, okay. Welcher Fahrer absolvierte mit 187 Rennen die meisten in Folge? Michael Schumacher jetzt? Es war Ricardo Patrese, nicht Schumacher. Das ist eine Hausnummer. Wie werden die Grand Prix Rennwagen von Mercedes auch genannt? Natürlich die Silberpfeile, nur nicht verdrücken. Ja, diese Farbe abkratz-Story, die können wir, glaube ich, eh alle. Was fährt Ferrari beim Kanada Grand Prix 2002 feierte? 2002, ich glaube, sie sind 32 gegründet worden. 70-jähriges Jubiläum? Gut, nein. Italien gewinnt die Fußball-WM. Das kommt 2002 hin. Kanada war immer im Juli. 150 Grand Prix Siege. Es kann alles sein. Bro, es kann alles sein. Aber 150 Siege ist eine zu kleine Marke für Ferrari. Erste Pole, natürlich, come on. Michael Schumacher, Kanada war Juli, ich glaube, er hat aber im Januar, ich gehe auf die Fußball-WM. Die Fußball-WM hat 2002 nicht mal. Ah, es hat Frankreich. Ah, ja, stupid. Frankreich gewonnen, oder? 150. Grand Prix-Sieg. Das ist wenig, das ist echt wenig. Obwohl, ja, ich meine, damals ist man nur 5-6 Rennen gefahren. In welchen diesen Jahre seiner Karriere wurde Kimi Räikkönen Weltmeister? Er wurde, ich struggle immer zwischen 8 und 7, aber es muss 7 gewesen sein mit dem Ferrari, natürlich. Auf welchem Platz landete Pascal Wehrlein? Was ist denn das jetzt? Also, auf welchem Platz landete Pascal Wehrlein bei seinem Formel 1 Debüt Australien 17, glaube ich? Das ist 16. Ja, viel besser kann der William. Ah nein, was war denn das? Der Sauber, glaube ich, war es. Mit welcher Besonderheit machte die Strecke in Miami von sich reden? Ja, weil es auf dem Parkplatz ist, oder? Ah, ja, nein, nein, Blödsinn. Fake Yachthafen. Oh, no, 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 no. Oh.
Ja, genau, der Fake-Jagdhappen. Wem gelang beim Belgien Grand Prix 2016 eine Aufholjagd von Platz 21 auf Platz 3? Nico Hülkenberg wird es vermutlich nicht gewesen sein, der war ja nie im Podium. 16 Vettel, Hamilton, Ricciardo. Könnten alle drei gewesen sein, waren alle drei in einem Top-Team. 16 würde ich trotzdem sagen, Vettel. Hamilton, okay. Es war eigentlich klar, es war klar, es war klar auf jeden Fall. Nach wem benannte Lewis Hamiltons Vater seinen Sohn? Nach einem Promi, Brian Lewis, Carl Lewis, Lennox Lewis, Parker. Carl Lewis, kenne ich nicht, sorry. So, wie alt war Alberto Ascari, als er beim ersten Mal vom Lance Weltmeister wurde? Die waren alt damals, wirklich alt, 31. Okay, wirklich alt. Sorry an alle 31-Jährigen. Sorry. Aber sie waren älter als wie der Durchschnitt jetzt. Ich meine, Verstappen war 24 zum Beispiel. Für welches Team fuhr Gilles Villeneuve 67 seine insgesamt 68 Grand Prix? Sauber, glaube ich, war noch nicht in den 70ern. Brabham war da, Ferrari war da. Gilles ist mit Ferrari gefahren. Safe. Wie oft war Rubens Barrichello Vize-Weltmeister? Lass mich mal raten. 2002, 2003, 4? Ich würde mal sagen, 8-mal ist ein bisschen zu viel. Nie? 2-mal. Sorry, ich habe nicht nachgeguckt. Es war aber irgendwie klar, dass dieser Mann nicht so viele Vize-Weltmeistertitel hat. Gerade, wenn man immer wieder für den Teammate alles geben muss. Sodala. Den Rekord von 161 Starts, aber nie aus der ersten Startreihe hält. Johnny Herbert war genauso erfolglos wie Martin Brundle und wie Jos Verstappen. Oliver Panis, den kenne ich nicht, der ist eher eine andere Zeit. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Jos Verstappen war. Der ist ja für Arrows gefahren, das war ein richtiges Downer-Team, schlecht wie Sau. Nein, es war Johnny Herbert, wie gesagt, die waren alle knapp beieinander. Das sind so die Hülkenbergs der Vergangenheit. Zum wievielten Mal wurde Alain Prost 93 Weltmeister? Ich glaube, der ist ja dann zurückgetreten, 94. Also war es zum vierten Mal. Sechsmal ist er nicht mal. Erstmal, nein. Vierten Mal, dritten Mal. Viertes Mal. Dann ist er zurückgetreten und hat dann als Pirat oder so diesen Unfall von Ayrton Senna, nein, 94, den Unfall gesehen. Das war echt sehr traurig. Wie heißt der englischsprachige Fachausdruck für Gummiabrieb neben der Ideallinie? Huber, Flatspot ist ein Bremsplatten, Marbies und Dirt. Das war vermutlich Marbies. Dieses Wort habe ich noch nie gehört. Wait a minute! Who are you? Die letzten drei Fragen für heute. Welches Team konnte als einziges 1988 die McLaren-Siegesserie durchbrechen? Unter 88, oh mein Gott, Alter, Ferrari, Brabham, Williams, Bennett. In den 80er Jahren war eigentlich McLaren ja sehr, sehr siegreich. Aber ich kenne das aus dem einen, da ist sich ja Senna und zusammengefahren. Also der Senna in Japan oder so. Aber ich glaube, es mussten Williams, die waren damals echt stark. Es war Ferrari doch, okay, sorry. Wann war in der Formel 1 das Nachtanken während des Rennens nicht erlaubt? Man muss eigentlich sagen, seit wann, nicht wann war. Aber es muss dann 10. Und die letzte Frage, was ist mit Blistering gemeint? Und das weiß ich ohne hinzugucken. Es sind die Blasenbildungen am Reifen. Und die letzte Bonusfrage, welches Formel 1 Team fuhr unter der Flagge Malaysias? Schreibt unbedingt gern diese Antwort in die Kommentare. Ihr habt Marussia, Williams, Haas oder Caterham als Antwortmöglichkeiten. Und ja, wer es richtig hat, bekommt ein Like. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne eine Meinung da. Schaut gerne auf TikTok und auf Instagram vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.